Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Desktop Dungeons. Beim letzten Mal haben wir hier eines der harten Dungeons probiert, hat nicht ganz geklappt am Ende, weil wir den Boss halt einfach nicht kannte und der uns dann im Endeffekt platt gemacht hat. Ich habe offscreen noch ein bisschen hier Den of Danger mit dem Warlord gemacht und ich glaube das Venture Cave hier noch abgeschlossen. Das heißt, wir haben mehr Den of Danger offen. Das werde ich dann wahrscheinlich aber offscreen machen. Und die ganzen Hardgebiete, ich denke, die werden wir dann als nächstes jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Wir haben auch genügend Gold, um eine weitere Klasse freizuschalten. Es gibt zur Auswahl einmal den Paladin. Dann haben wir den Blutmage, den Blood Mage. Und wir haben den Assassin. Und ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal den Assassin. Guck mal, was der kann. New Class Unlocked. Enemy Unlocked. Bandit. Okay, gut. Was ist das hier? Blacksmith. Wir können Really Big Sword. This weapon is unwieldy that the hero will always strike last in combat. On the other hand, it pierces 35 physical resistance. Ja, das könnte gut sein. Ich weiß allerdings nicht, ob ich da momentan 1250 ausgeben will dafür, weil wir haben hier noch die Sachen, die wir upgraden sollten. Deswegen denke ich, wir würden erstmal darauf warten und ich versuche jetzt nochmal dieses Ding hier. Obwohl das beim letzten Mal nicht so gut ausging, aber ne, Trial and Error wird schon irgendwie helfen. Also wir nehmen den Assassin auf jeden Fall. Der hat Poison Blade, starts with the I feel sick glyph, gains 30% bonus damage to poisoned enemies, starts with minus 20% bonus damage. Lightfoot exploring the area around the monster gives the player first strike. Das könnte sinnvoll sein. Swift hand attacking a low level monster always grants an instant kill. This will overwhelm every other status effect in the game. Ich würde sagen, Goblins get 5 plus 1 Stacking Experience for every 5 Conversion Point. Ich würde sagen, wir nehmen Humans, also um den weniger Attack Bonus, den wir haben, auszugleichen. Was haben wir hier? Smuggler's Den. Remove some Power-Ups at the weaker Monsters from the map and transfer them to a special sub-dungeon near your starting position. Okay, das könnte gut sein, wenn man wirklich, wahrscheinlich ist es generell gut. Aber ich glaube, wir bleiben so beim Üblichen. Für den Moment erstmal. Weil ich damit irgendwie umgehen kann. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir vor allen Dingen erstmal, also wir haben ja jetzt, minus 20% Damage. Wir machen aber 40% Bonus Damage gegen Poison Monsters, was er zum Beispiel ist. Wobei ich verstehe da nicht genau. Ah, Free Afield Glyph Seek. 40% Bonus Damage. Das ist das hier. Poison your target, halting their regeneration for 10 health per character level. Das doesn't affect undead. Okay, der ist poisonous. Achso, er ist nicht gepoisoned. Es macht aber keinen Damage, oder? Wir können ihn aber wahrscheinlich one-shotten dadurch. Mach das jetzt mal. Wir gucken, ob wir probieren das einfach mal aus. Wir würden ihn jetzt one-shotten. Wir würden aber selber gepoisoned werden. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay, das lassen wir dem nach. Was zur Hölle ist das hier? Corroded? Was bedeutet das? Corrosive Attack Target permanently takes extra damage. No experience. Warum sollen wir den töten? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Wir haben Burn the Ass. Wir können das zweimal einsetzen. Eigentlich können wir das auch gegen den hier einsetzen, ne? Das würde wahrscheinlich Sinn machen, ne?
dass wir den einfach mal wegmachen, dann kriegen wir die Experience. Weil so werden wir nicht gepoisoned. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was haben wir hier? Hello player, I'm that witch you were briefed about on the quest screen. Oh, you thought I wouldn't know about that, huh? I know a whole bunch of stuff, silly. And while I like this little kingdom effort you've got going, a little is it's lacking at the moment. Yes, yes, I'm sure you're rather proud of it, but you'll need me on your side if you want to tackle the nastier dungeons out there. Make your characters find me some frost root, and in exchange for this little favor, I set myself in your realm, okay? Frost root? Ich weiß nicht genau, was das hier jetzt soll. Das scheint nichts mit dem Frostroot zu tun zu haben, so wie es aussieht. Okay. Aber wir wissen schon mal ein bisschen mehr. Ich habe übrigens offscreen auch noch mal ein paar von den... gibt noch so Tutorial- und Puzzle-Missionen. Da habe ich mal ein paar angefangen. Bin aber noch nicht so wirklich weit gekommen. Aber habe zumindest schon ein bisschen was gelernt. Okay, wenn wir jetzt 8 Damage machen, dann würde sich das ausgehen. Aber wir brauchen volles Mana. Wir können die Typen... Cowardly. Moment mal. Will run when struck. Comes back to life. Okay, das ist... Aha. Die sollten wir nicht einfach so töten. Das bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Beziehungsweise... Ja. Bevor wir da ihnen nicht den Fluchtweg abgeschnitten haben, können wir hier sowieso nichts machen. Was ist hier unten? Hey Norman, here's the sacrificial goat you were looking for. It's pickle. Okay, das kennen wir schon. Ich denke, die nehmen wir einfach mal dankbar an. Weil wir brauchen die XP. Und ja. Okay, Moment mal. Hä? Das waren noch andere Typen vorhin. Was ist hier passiert? Jetzt haben wir hier Shades. Das waren vorhin andere. Lag das daran, dass wir die Ziege geschlachtet haben? Weil das kenne ich ja, das kennen wir aus der letzten Episode. Meine Güte. Gibt's hier keine Low-Level-Gegner? Eieiei. Das läuft hier gar nicht. Okay, ich würde sagen, das Ding hier muss weg. Weil viel mehr können wir aktuell auch nicht tun. Wir haben schon extrem viel Darkness gewastet. Hier haben wir nochmal eine Ziege. Also ich habe das Gefühl... Die sollten, das waren eigentlich die anderen Typen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, ob die hier, dass die hier jetzt anders sind. Ah, das ist ein bisschen zu hohes Level. Die haben ein Altar. Das werden wir auf jeden Fall nicht worshipen erstmal. Für den Moment. Hier kommen wir nicht weiter. Geh du mal weg. Wie viel Damage macht der? Der würde uns one... wir können einen einmal hauen, könnten wir ihn. Jetzt ist er da. Kriegen wir den irgendwie weg? Wir kriegen den weg und kriegen dadurch Level up. Nice. Done. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir, was passiert. Das läuft ja gar nicht mal so übel. Weg ist er. Zombie Level 3 ist wahrscheinlich zu stark für uns, ja. Wir haben hier Piss Off. Er ist sowieso ein One-Shot. Machen wir einfach. Eigentlich...
Sollte es nicht Bonus-XP geben, wenn man... Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, es gibt Bonus-XP, wenn man irgendwie gewisse Low-Level-Gegner one-shottet. Ich bin mir nicht sicher. Einmal wo... Ach so, nee, das war mit... Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das ist, wenn wir sie petrifyen und dann kriegen wir 50% Bonus-XP, genau. So war das. Wie gesagt, das ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe vieles auch schon wieder vergessen. Wir sind immer noch Level 2. Können wir uns mit dem Zombie aufnehmen? Wir würden 16 Damage machen mit Mana. Das ist nicht so gut. Die neuen Damage sind natürlich nicht so gut. Piss Off ist, glaube ich, im späteren Verlauf des Spiels ganz gut, wenn wir einen Charakter haben, der einen hohen Base Damage hat. Ja. Das hier könnte ich aufnehmen, ne? Das wäre vielleicht was. Was ist mit euch? Keine Chance. Das heißt, wir würden hier erstmal weitermachen. Okay, das... Hier haben wir einen Zombie. Wir machen jetzt natürlich, dadurch, dass wir light-footed sind, machen wir natürlich extra Damage. Ah ne, First Strike. Moment. Starting Attack Penalty Attacking Lower Level Monster is an Insta-Kill. Also wenn, ne, der ist Stufe 1, Insta-Kill. So. Bei ihm müssen wir jetzt Bonus-Damage machen, weil wir alle Teils um ihn herum aufgedeckt haben. Machen wir mal. Hat geklappt. Win. Gibt uns ein Level Up. Was war das? Mist. Ah, das war dumm. Ah, das war dumm. Ich wollte hier nochmal gucken, was das Corrosive ist. Target Permanent takes extra damage. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch weggehen, wenn wir ein Level Up haben. Aber was ist, wenn wir hier ein Piss Off machen? Dann blinkt er sich nicht. Okay. Die Frage ist, ob ich jetzt zuerst die Dinge hier wegmachen will. Ich weiß nicht, ob ich dann gewone-shottet werde. Wobei, eigentlich müsste der eigentlich auch mit Burn Their Ass weg sein. Ob wir die hier wegmachen sollen. Ich mach die mal weg. Die ich kann, ohne Darkness aufzudecken. Und dann gucken wir mal. Oh, was ist das hier? Frostroot. Okay, cool. Ich glaube, das ist das, was wir für die Quest hier brauchen. Ich will jetzt hier mal gucken, ob wir den... Nee, der genau, der würde jetzt, weil wir haben 10 Stacks da drauf, der würde uns einfach one-shotten. Deswegen machen wir das so. Und wir haben immer noch die 10 Stacks drauf. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich glaube, dieser Run ist... Nein, das war falsch. Das war hier, glaube ich. Der wollte Frostroot, that's not enough Frostroot. Head back upstairs and fetch some more. Or no new kingdom build for you. Okay. Nehmen wir das hier noch mit. Reicht das jetzt? Ne, hier unten ist noch was. Warum können wir das nicht aufnehmen? Okay, wir haben keinen. Ich schmeiß mal das hier weg. Wir brauchen mehr Platz. Für mehr Frostroot. Ich weiß nicht, wie viel er will. Reicht das? Immer noch nicht. Scheiße. Dann machen wir das hier weg. Weil ich meine, wir haben jetzt eh schon den ganzen Mist hier drauf. Vielleicht müssen wir das Ding da töten. Ich werde jetzt hier mal mich hier durchkämpfen. Dann machen wir das hier weg. Kein Frostroot. Schade. Ich meine, wir können jetzt im Prinzip das vergessen, weil wir von allen einfach gewone-shottet werden. Wir sind gecursed. Das ist ich... werde jetzt primär dieses Frostroot-Zeug suchen.
meine, wir können den hier wegmachen. Wir können Lower-Level-Gegner können wir one-shotten, aber ansonsten können wir nicht wirklich was tun. Alles, was ein höheres Level hat als wir, wird uns töten. Und ich weiß nicht, ob das, irgendwie... Ach, wir können das vielleicht cleansen, indem wir hier worshipen und dann, aber dann können wir keine Potions mehr einsetzen. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, man müsste auch wieder das, man müsste den Glauben auch wieder loswerden können. Ich versuche das mal. Okay, wir haben hier zu wenig, um hier irgendwas zu tun. Wir können wirklich nur lower-levelige Gegner töten und hier diese ganzen Pflanzen. Okay, das ist Sidestep. Hier haben wir nochmal einen Frostroot. Jetzt haben wir 5 Stück, das muss doch reichen, oder? Excellent, here, take these potions for your trouble. Next time you load up the kingdom, I'll make my presence known. Okay, das war super, das haben wir schon mal freigeschaltet. Ich denke, wir hauen jetzt hier ab. Wir nehmen das, ich glaube, das Zeug, das wir jetzt hier dabei haben, das können wir mit, das sollten wir bei unserem nächsten Run wieder mitnehmen können. Das lief jetzt natürlich nicht so toll. Aber wir haben jetzt hier die Hexe freigeschaltet. Das kostet 200 für das Upgrade. The Witch frowns as you enter. You know this may be another building. Kingdom screen. Wir upgraden es jetzt einfach mal. Okay, wir können neue Potions kaufen. Instantly cures all poison and weakness effects. That's a 2-for-1 deal. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Burns auf Insecures, All Mana Burn and Corrosion Effects. That's a 2-for-1 deal. Okay, ich hoffe, wir können das Zeug jetzt auch im Dungeon unten finden. Das wäre ziemlich nice. Witch here, you want some better brews? If you perform some arbitrary task for me here and there, I will let you upgrade my building. How does that sound if you defeat the Eastern Tundra without converting any items? Fortitude Potions will start appearing in Dungeon. Apothecaries, great stuff. Okay. Eastern Tundra, das ist das hier. You need to manage Hoarder. Didn't convert any items. Okay. Das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Wir probieren das hier nochmal. Ich werde allerdings jetzt erstmal wieder den Sorcerer nehmen. Weil ich mit dem einfach gut umgehen kann, habe ich das Gefühl. Und weil wir schon fast dreimal mit Burn the Res anfangen können. So, wir haben hier einen Zombie. Schnetzeln wir weg. Tschüss. Der ist schon mal down. Ich glaube, ich werde jetzt die Ziege auch erstmal nicht schlachten, wenn ich sie finden werde. Was sie hier immer auftaucht. Was haben die Shops? Wir gucken mal, ob hier irgendwie was Sinnvolles mit dabei ist. Tower Shield. Ja, der ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber es hilft uns momentan nicht weiter. Minus... Moment. Achso, die Health Potions machen auch die, machen auch das, die Poison weg. Das ist gut zu wissen. Das, war mir nicht bewusst. Okay, wir können 8 Damage mit Magie machen. Sind dann aber, das bringt uns hier nicht weiter. Im Endeffekt. Let me see. Aber was wir probieren könnten, der hält, wir machen... Wir würden ein Level-Up kriegen dadurch. Okay. Zweimal Burn the Res. Bam. Und dann for the win. Und Level-Up. Yes. Nice. Okay, gut. Jetzt können wir uns bestimmt mit dem Zombie anlegen. So, einmal Burn the Res auf jeden Fall.
Dann machen wir das nochmal. Und wir töten ihn. Nice, let me see. Hier war. Also hier gibt's die Sub-Dungeons. Da werden wahrscheinlich dann wieder. Wird zum Beispiel die Ziege sein, könnte ich mir vorstellen. Da ist der Altar. Biceps hätte ich ganz gerne. Wenn ich ehrlich sein muss. So, wir holen uns ein bisschen Mana. Ich denke, das sollte reichen für den hier. Wobei. Wie viel hält er aus? 16, ja, das reicht direkt. 1 und 2 und tschüss. So weit, so gut. Da ist ein 5er. Das ist ein normaler Warlock. Das ist also keiner von diesen nasty Typen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Wir sollten versuchen, eher höhere levelige Gegner zu töten und vielleicht den eher dann mit dem für den Wall-Zauber, falls wir den finden, übrig zu lassen. Wobei hier halt seinen Weg versperrt, das ist auch ein bisschen doof. Genau, da sind jetzt wieder die Kultisten. Wir sollten wahrscheinlich versuchen, diesen Zombie zu töten. Kriegen wir den irgendwie platt? Bandarest sind 16. Das reicht hinten und vorne nicht. Auch wenn wir den dreimal einsetzen könnten, würde das nicht reichen. Das heißt, der Zombie ist momentan noch sicher. Ich habe in einem Tutorial gelernt, dass es sinnvoller ist, die höherleveligen Gegner zu töten, weil man dann halt Bonus-XP kriegt. Und sobald sie im selben Level sind, ist das halt ist die Bonus-XP weg. Deswegen versuche ich das so ein bisschen anzuwenden. Weil der bringt uns jetzt zum Beispiel, wir können den One-Hitten, aber bringt uns halt nichts, bringt 1 XP. Mana Shield, deal 1 Magic Damage per Character Level whenever an opponent hits you. Spannend. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht, aber wir kommen hier irgendwie nicht so wirklich weiter. Naja, ich töte den jetzt, weil... Warum sollen wir ihn aufbewahren? Also, ne? Wenn wir... Ich weiß nicht, ob die Glyphe hier irgendwo ist. Ich könnte jetzt mit Let Me See gucken, ob wir die Glyphe hier irgendwie finden können. So, der gibt uns jetzt ein Level Up. Ich, wie gesagt, den konnte ich nicht töten, hatte ich das Gefühl. Also machen wir den jetzt halt einfach so weg. Kriegen wir den hier platt. Level 5, der wäre 2 Level über uns. Wir könnten 36 machen. Wir müssen erstmal hier wieder volle HP haben. Nee, der würde uns one-shotten. Das geht also nicht. Schade. Ich sollte Let Me See mehr einsetzen. Das hier ist der Boss. Da haben wir einen gleich leveligen Gegner. Das heißt, okay, wir gehen mal in diese Richtung. Taurog ist natürlich auch interessant. Bei Taurog muss man aber aufpassen, ein bisschen. Weil jedes Mal, wenn man hier Glyphen einsetzt, dann wird das die Pietät weggehen. Und wenn man auf 0 ist, dann gibt es einen ziemlich heftigen Damage Penalty. Das habe ich gelernt. Deswegen werde ich das nicht tun. Sofern wir ihn nicht brauchen. Was ich aber tun werde, ist ihn hier wegzumachen. Und dann können wir hier runtergehen. Was zur Hölle ist das hier? War wohl nichts. Man weiß es nicht so genau. Was ist, was will er? Hail and well met, I'm Brandon, with 3 N's. That's N for extreme. Oh yeah, I'm still working on that intro. Anyway, I'm the leader of the Venus Patrol. The single most badass mercenary crew this side of the kingdom. Sehr schöner Humor.
We come from a land where adventurers know how to be a team-based, party-based RPGs are still awesome. Unfortunately, our Packmaster Mobile Altar seems to be on the fritz again, and we don't want to tackle this next area without divine support. Got any spare piety to help us recharge this thing? Not yet. Okay. Da müssen wir nochmal gucken. Ich denke, wir sollten die hier... Ja, erstmal, wir lassen das erstmal in Ruhe. Ja. Was machen wir mit ihm? Wie gesagt, ein XP-Satz hat auch nicht so viel. Bringt nicht wirklich viel. Ich werde den erstmal am Leben lassen. Vielleicht können wir irgendwie ein Level-Up holen später, wenn wir es dringender brauchen. Guck mal, ob ich hier irgendwie was... Wobei, er steht im Weg. Jetzt können wir dreimal Burn the Razz einsetzen. Ändert sich dadurch irgendwas? Das wären 36 bei ihm. Wir sind immer noch ein One-Hit. Da ändert sich also nichts. Außer wir würden Tower worshipen, aber das würde nicht lange gut gehen. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Das werden wir also nicht tun. Wir machen ihn mal weg und dann kommt immer ein Zombie raus. Bisher kam immer ein Zombie raus, das wäre noch interessant zu wissen. Na gut, wir machen ihn mal weg, weil... Trollheart. Was sind wir, Level 3? Wenn wir auf Level 8 kommen, das sind 5 Level, das wären 10 HP. Das lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Dafür ist es zu teuer. Dafür ist es zu teuer. Das ist wieder einer von denen, der uns one-shottet. Nee. Der hier, den kriegen wir down. Den kriegen wir platt. Erstmal angreifen, weil wenn wir casten, dann regenerieren wir HP. Das ist wichtig für uns. Und das war unser Level Up. Okay, gut. Ich denke, jetzt kriegen wir die hier auch platt. Jawohl, einmal hauen, dann einmal burn, zweimal burn und win. Dasselbe, den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Dasselbe würden wir mit ihm machen. Ne, 32, wobei, Moment mal, stopp. Doch, das geht, weil wir haben nach dem ersten Mal burn the ass. Kriegt er den Burning Debuff. Und deswegen macht jetzt, ne, wir haben einen Burning Stack drauf. Und deswegen, wenn wir das jetzt nochmal einsetzen, macht es einen Damage-Punkt mehr. Und deswegen gewinnen wir. So läuft das Ganze. So, hier haben wir solche Typen. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich so, dass die hier sind, die verwandeln sich in die anderen, wenn wir die Ziege opfern. Die Frage ist, was besser für uns ist. Ich meine, momentan mit Lower Leveling kommen wir gut zurecht. Kriegen wir den 6er platt? Ne, der würde uns wieder one-shotten. Problem ist, der wird uns poisonen. Den kriegen wir jetzt momentan so nicht so einfach weg. Das heißt, wir gehen auf die hier los. Das Problem ist, der selber gibt keine XP. Es ist nur dann im Endeffekt das, was dabei rauskommt, was XP gibt. Aber, okay, da haben wir einen Vierer. Was wir tun können, ist, den hier zu töten. Dafür brauchen wir aber alles. Wir müssen zweimal angreifen. Beziehungsweise einmal burn their ass und einmal angreifen. Dafür kriegen wir ein Level Up. Das heißt, ich würde allerdings versuchen, erstmal
dem 2 reinzudrücken. Oder sogar einen dritten. Und dann würden wir den jetzt einfach platt machen. Haben Level Up, wieder volles Mana. Und können weiter den hier behaken. Naja, wir hätten ihn auch sonst weggekriegt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich den Zombie angegriffen hätte. Ja, das macht viel Damage. Aber wir kriegen viel XP. Von dem her passt das. Ich denke auch, dass wir ihn... was machen wir? 20 mal 3 sind 60. Wie viel Damage macht er? 48, okay. Gucken wir, ob uns das irgendwie genügend heilt. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, er hat 3 Burning Sacks jetzt drauf. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig, ich dachte, der würde auch mehr, er würde weniger heilen. Ich meine, ich hätte das mal gesehen, aber so können wir ihn auf jeden Fall töten. Nice, okay, gut. Hätten wir das. Als nächstes haben wir sonst noch irgendwie was. Ich hätte gerne Level 6 am liebsten. Aber wahrscheinlich werden wir diesen Level 4er uns... Kriegen wir den hier platt? Erstmal sollten wir uns voll machen. Nehmen wir das hier noch. 99. Wir machen 60. Er würde uns nicht one-shotten. Aber 60 reicht nicht aus. Wobei wir würden ein bisschen mehr als 60 machen. Aber es reicht nicht. Würde uns ein Level abgeben. Aber wir müssen 67 Damage machen. Wir kriegen, glaube ich, auch nicht wirklich Pietät, ne? Solange wir keinen Gott huldigen. Wobei, jetzt haben wir gerade ein bisschen was gekriegt. Ich verstehe, das Spiel teilweise noch nicht so richtig. Wir können ihn wegmachen. Wie sieht es hier aus? Kriegen wir den platt? Wir kriegen den platt. Es kostet uns allerdings so ziemlich alles. Was wir haben. Aber ist weg. Und es kommt ein 6er Zombie bei raus. Gut, jetzt müssen wir aber erstmal wieder das ganze Mana auffrischen. Und dann kümmern wir uns um den Zombie, würde ich sagen. Ach, kriegen wir den platt? Der hat halt übelst viel AP. Ich glaube, den kriegen wir gar nicht platt. 6er Zombie ist ein bisschen hoch. Wir machen 60. Das reicht nicht. Wir müssen 85 machen. Okay. Dann würde ich sagen, bicepsen wir den hier. Kommt dann 3er Zombie raus. Ja, dann machen wir den weg. Wir sind jetzt aber immer noch gleich weit, wenn wir ehrlich sind. 64. Wir machen aber nur 60. Oder 62. Wobei, wir könnten ihn... Biceps... Das wird übelst knapp werden. Aber es könnte sich ausgehen. Wir brauchen aber volles alles. Das Problem ist, wenn es nicht klappt, dann haben wir wahrscheinlich ein Problemchen.
Okay. Biceps. Draufhauen. Eins, zwei. Und jetzt brauchen wir ein Stückchen Darkness. Wir nehmen das hier. Und jetzt müssten. Was? Sie ist auf 22 hoch. Ah, dieser Pisser. Wir heilen uns jetzt natürlich nicht. Ah, nee, hat geklappt, weil er hat zwei Burning Sex drauf. Okay, passt. Na, ich Idiot. Ich hab's mal wieder nicht gecheckt. Okay, gut. Jetzt der Zombie. Den Zombie kriegen wir down jetzt. Einmal angreifen. Dann machen wir zweimal burnen. Und dann greifen wir nochmal an. Und gewinnen. Nice. Zombie down. Als nächstes, 7er Zombie wird wahrscheinlich nicht gehen. Vermute ich mal. Wie sieht es bei ihm aus? Der würde uns one-shotten. Also nein. Was haben wir hier? Den würden wir down kriegen. Das Problem ist, es kommt dann auch ein 7er Zombie raus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich denke, das lohnt sich, das mal herauszufinden. Jetzt kann er auch nicht mehr abhauen. Ja, es kommt immer ein Zombie raus, der eine Stufe tiefer ist. So wie es aussieht. Was ganz gut zu wissen ist, wenn wir zum Beispiel einen Priester spielen, dann ist das hier wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und ich würde fast sagen, für uns würde es sich wahrscheinlich eher lohnen, wenn wir die anderen Typen hätten, die sich blinken. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen einfacher. Kriegen wir ihn platt? Naja, gut, wenn er uns kein Level abgibt, dann erübrigt sich das. Wir würden ihn komplett down kriegen mit drei Feuerbällen. Ich denke, das sollten wir tun. Oh, wir machen jetzt 24 Damage. Das heißt, ich muss das nochmal evaluieren. Poison Win. Bauen wir Mana. So, das sollte jetzt ausreichen. Nice. Gute Sache. Und jetzt würden wir. Wie kriegen wir den Level up? Indem wir ihn töten. Und dann den Zweier. Ich will erst ihn mal wegmachen. Ich habe eine Idee. Ich denke, wir hauen ihm hier drei Feuerbälle rein. Eins, zwei, drei. Dann gehen wir hier runter. One-shotten ihn. Warum one-shotten wir ihn? Wir haben 36 Damage. Deal, ach so, Deal 1 Magic Damage per Character Level, wenn er. Aber hä? Vielleicht deswegen, ja. Und mit ihm müssen wir Level Up haben. Den holen wir uns. Und jetzt machen wir den hier weg, oder? Hört sich nach einem Plan an. Gut, schon mal. Problemchen weniger. Wir haben hier noch Zombies. Die haben allerdings halt sehr, sehr viel HP. Das ist für Burned Res etwas ungünstig. Ich habe das Gefühl, hier ist man besser beraten, wenn man einen Charakter hat, der guten physikalischen Damage macht. Was wir nicht haben. So, dann machen wir ihn weg. Und den Zombie. So, holen uns hier ein bisschen Darkness.
Okay, wie machen wir weiter? Machen wir die 7er platt? Was machen wir? Wir machen 60 und 24, 84. Das geht sich wahrscheinlich aus. Okay, die Zombies kriegen wir platt. Dann machen wir das. So, Zombies weg. Nice. Einer weniger. Ich glaube, das hier brauchen wir nicht. Wir kriegen aber keine Pietät. Was ein bisschen ungünstig ist. Aber Neuner, wir haben nicht mehr so viel Darkness. Das könnte zu einem Problem werden. Der gibt uns kein Level ab. Okay, der gut, dann müssen wir erstmal den Zombie wegmachen. Würde ich sagen. Der gibt uns aber auch kein Level ab. So, Zombie. Egal. Du musst jetzt dran glauben. Aber jetzt gibt uns der hier den Level ab. Nice. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie down kriegen. Was nicht ganz so einfach wird. Ja, das ist der, der dreimal wieder revived. Ich hasse die Typen. Ich vermute, wir werden ihn mit Level 8 machen müssen, weil wir haben nicht mehr genügend Darkness, um auf Level 9 zu kommen. Also, wir kriegen den so irgendwie platt. Wir hätten eines. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Feuerbälle. 70. Regenerieren wir genug? Wir würden. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Wir machen das. Aber wir könnten mit Biceps ein bisschen mehr machen. Es geht sich wahrscheinlich so mit Zweien aus. Okay. Das ist Glück, dass wir das jetzt hier so irgendwie schaffen. Level 8. Und nun. Können das hier mal aufnehmen. Sidestep. Ich glaube zwar nicht, dass uns das irgendwie was bringt. Wie viel Damage macht der Typ? 102. Er one-shottet uns fast. Ist jetzt. Wir können das einsetzen. Wir machen dadurch zwei. Wir können 52 Damage reinhauen. So. Das kostet aber. Ist es besser als. Oh, Magical Attacks. Die Frage ist, ob das besser ist als. Einhalb mal Burn Their Ass. Ich glaube ja. Vor allen Dingen, weil wir bicepsen können. Okay, gucken wir erstmal kurz die Shops an. Fine Sword plus 4 Damage. Das brauchen wir nicht. Ich werde jetzt hier den Rest aufdecken. Ich weiß, es kommt ein Zombie bei raus. Ich denke, wir sollten eine Mana Potion nehmen. Schwierig, weil die Spells heilen uns ja auch. Ich denke, das macht Sinn. Sonst noch was. Tower Shields, minus 10%. Lemacy brauchen wir nicht. Ich denke, das wird nicht schaden, wenn wir das hier mit dabei haben. Wir machen ein bisschen mehr Damage. 5 mehr Damage. Wir könnten Tauro worshipen. Das wird allerdings nicht gut gehen, glaube ich. Das heißt, wir probieren es einfach so. Ich werde sidesteppen. Das heißt, wir haben die Death Protection. Wir hauen einmal zu. Wir hauen zweimal zu.
Death Protection ist weg. Burn. Oh Mist, ich hab vergessen zu bicepsen. Ich Noob. Ah, was kommt raus? Ein Zombie. Der hat auch wieder ein Revive. Ja, das ist das Problem. Das ist der Boss, der dreimal revived. Der hat jetzt die Magic Resistance. Das heißt, hier müssen wir zuhauen. Mit Biceps. Wie viel macht der? Wie viel Damage? 82. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall den Sidestep einsetzen. Und können jetzt zweimal bicepsen. Einmal. Zack. Nochmal. Und jetzt geht die Death Protection weg. Aber dafür ist der Zombie low. Wenn ich jetzt nochmal... Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Mana-Trank. Magic Resist 44%. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt dann sich ausgeht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Okay, Biceps. Und der Zombie ist down. Jawohl, und wir haben nichts mehr. Ich werde noch Sidestep einsetzen. Für nachher. Ach, wobei, der hat Physical Resistance jetzt. Ah, Mist. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein dicker Fehler. Ja, den kriegen wir nicht down. Mist. Und er hat Mana Burn. Das heißt, wir können ihn sowieso nicht hauen. Ich glaube, aber das wäre sich sowieso nicht ausgegangen. Ich glaube, Level 8 ist einfach zu niedrig für den Boss. Das Problem ist, die Health Potion bringt uns jetzt gar nichts mehr. Wir können einmal noch einmal Mana einsetzen. Zweimal Burn the Ass. Aber das war's dann auch schon. Es würden uns 3 Mana Potions fehlen. Wir bräuchten alle Mana Potions für den letzten Fight. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Level-Ups, keine Chance. Keine Chance. You didn't win, but don't despair. Ja. Schade. Ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach in der nächsten Episode nochmal. Ich weiß nicht, mit welchem anderen Charakter wir vielleicht bessere Chancen haben. Weil ich habe das Gefühl, der Sorcerer ist eigentlich schon mit so... Sorcerer ist schon mit am besten. Ja, ich denke, wir probieren vielleicht in der nächsten Episode mal ein anderes Level aus und werden einfach nochmal den Assassin ausprobieren. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.